Der nächste Morgen in Recklinghausen. Heute muss ich zeigen, ob das Testessen überhaupt stattfinden kann. Den ganzen Abend habe ich telefoniert. Aber das hat auch was Gutes. Denn jetzt weiß ich, wie viele Gastronomen es im Ruhrgebiet gibt. Ich habe mit allen telefoniert. Akku leer, Prepaid-Karte leer. Oder ob ich einen gefunden habe? Diese Frage stellen sich auch Manuela und Pascal. Hallo? 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 Morgen. Mama? 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 Hey? Ich habe einen Kollegen gefunden, der bereit ist, euch in sein Restaurant zu lassen und in die Küche zu lassen und dort das Testessen zu machen. Und das Schöne ist, ein spanisches Lokal. Ja? In Herne. 7 Kilometer von hier entfernt. Packt alles zusammen, was ihr braucht, Lebensmittel. Ne? Dann lasst uns nicht lange quatschen, weil das geht alles von eurer Zeit ab. Ne? Die Testesser kommen nämlich um 18 Uhr und dann, ja, alles klar. Okay. Dann los geht's. Pascal hat seine beiden Küchenhilfen zur Unterstützung herbeigerufen. In Windeseile werden alle Küchenutensilien und Lebensmittel verpackt und verladen. Dann geht es schnurstracks nach Herne, ins Las Buenas Tapas. Ein Glück hat man Freunde. Ihr dachtet, ich habe keine? Doch, natürlich. Hier, mein kulinarischer Erste-Hilfe-Koffer. Hier können wir nämlich jetzt arbeiten. Erstes Testessen. Das gemütlich rustikale Restaurant gilt als beliebtestes spanisches Lokal in Herne und wird heute von Inhaber Holger freundlicherweise für das Testessen zur Verfügung gestellt. Ach, hallo, hallo. Grüß dich. Grüß dich. Na? Wie geht's? Gut, gut. Und selbst? Ja, danke für deine Hilfe. Ja, gerne, Frank. Voller Tatendrang nähert sich nun auch die Maison Mallorquin-Mannschaft. Ja, komm rein. Super. Das ist der Laden. Schön. Hallo, hallo. Sehr schön. Hallo. Hallo. So, da geht's zur Küche. Okay. Dank. Ja, bei Cortina. Cortina. Und dann geht's sofort los. Hier lässt es sich doch kochen, oder? Alter Schwede. Das ist ja eine Halle. Stattliche 45 Quadratmeter. Vamos. Die Zeit läuft. Während in der Küche die Vorbereitungen starten, trifft auch Manuelas Servicekraft in Herne ein. Sie unterstützt die Betreiberin regelmäßig im Maison Mallorquin. Ich bin die Sophia und ich helfe heute der Manu im Service mit. Lokalchef Holger klärt seine Gastrogäste über die Eigenheiten von Bar und Gastraum auf. Derweil nutzt Frank Rosin die Zeit, um mit Pascal ein Wörtchen zu wechseln. Du hast ja angefangen zu lernen, ne? Ja. Ja. Aber. Wieder abgebrochen? Nee, nicht direkt. Ja, was heißt nicht weitergemacht im Grunde? Ja, ja. Ich habe keinen Berufsabschluss. Was würdest du dir wünschen, wenn ich dir da helfen könnte? Schön wäre es, wenn ich in andere Läden gehen kann, mir das Ganze angucken kann. Aber das kann ich nicht. Und deswegen setze ich mich hin. Warum kannst du das nicht? Weil ich den Laden machen muss. So, das ist jetzt meine Aufgabe. Der Laden ohne meinen Sohn Pascal wäre nichts. Weil er ist auch ein Stück Liebe für alle. Ich bin von allen Seiten meiner Familie so erzogen worden, dass Familie, egal wie oft man sich zerstreitet und wie weit man voneinander weg ist, wenn es darauf ankommt, immer zusammenhält. Und dafür ist es ganz klar, dass ich natürlich, egal was passiert, hier zusammenstehe mit meiner Mutter und die Kuh vom Eis hole. Musst du das machen? Hat das der liebe Gott dir in das Gewissen gemeißelt? Oder ist das vielleicht auch die emotionale Verhaftung deiner Mutter? Nein, auf gar keinen Fall. War, ja gut, aber wenn du jetzt gehen würdest wär das für dich ja so ein Gefühl wie, ich lasse sie im Stich. Ja klar, natürlich. Ja, siehst du. Aber das kann jetzt ja nicht sein, dass du in so einer Verpflichtung stehst, die du am Ende des Tages vielleicht gar nicht willst oder die für dich mittelfristig fürs Leben auch gar nicht gut ist.
Jetzt ist mein Ziel, dass der Laden läuft, dass wir eine gute Küche machen, ey, dass wir einen Job machen. Und das ist eine Floskel. Nee. Doch. Nein, nee, doch. Darum geht's mir. Darum, ja. Darum geht's ja, mir. Ja, aber womit denn? Du hast keinerlei Ausbildung und Plan, was es überhaupt bedeutet, ein Restaurant zu führen als Unternehmer. Stimmt. Das ist fahrlässig. Ich denke, dass wenn ich einen guten Job mache und ich lerne und ich lebe, was ich tue. Ja, aber das ist doch. Aber pass auf, stell dir jetzt mal vor, wir machen das jetzt ganz pragmatisch, also ganz einfach. Das ist jetzt dein Wissen hier. Alles, was hier steht. Und ich sag jetzt, damit musst du jetzt eine Restaurantküche bewirtschaften. Oder du hast die ganze Küche. Wofür entscheidest du dich? Jetzt im Moment dafür. Dann wirst du es nicht schaffen. Doch. Weil? Aber das ist trotz. Nee, für mich geht es jetzt gerade darum. Du schaffst es doch gerade auch nicht. Ihr seid nicht fähig, das Ganze so zu organisieren, dass die Küche in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Das hat aber was mit Unternehmertum zu tun. Das heißt, was damit zu tun, die Eier zu haben, sich hinzustellen, zu verhandeln, sich einzusetzen und zu machen. Was passiert ist Folgendes. Du hast eine total frustrierte Mutter, die an ihrer Frustrationsgrenze mega angekommen ist. Und alles, was sie tut, ist weinen und dann zu gucken, dass irgendwie einer kommt und sie auffängt. Ist so. Das heißt, dass genau diese Punkte, die euch dazu bringen, dass ich jetzt hier bin, ist das Manko, was du hast, weil du es nicht richtig gelernt hast und dir einfach zu viel zutraust. Das mag sein. Gut, das ist ja schon mal viel. Klar, er hat recht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind in dieser Situation. Und wenn ich jetzt sage, ey, komm hier, ich mache meine Ausbildung, ich gehe, wie auch immer, was vielleicht das Richtige wäre, wozu führt das? Zur Pleite von Mama? Der richtige Weg ist es, auf Dauer, dass ich ein Fundament kriege. Es geht nicht anders. Aber jetzt gerade müssen wir eine Kuh vom Eis holen. Und die ist verdammt scheiße festgefroren. Pascals Pflichtgefühl ehrt ihn. Aber kann er ohne handwerkliches Rüstzeug seiner Mutter überhaupt nachhaltige Hilfe leisten? Das war ein wichtiges Gespräch. Denn hier geht es nicht nur um die Schulden und um die Gläubiger, sondern hier geht es auch um das Mutter-Sohn-Verhältnis. Und ich glaube, dass er sich nämlich emotional verhaftet fühlt. Ja? Er macht es aus Mitleid. Er weiß, dass er falsch aufgestellt ist, dass er die Lehre nicht zu Ende gemacht hat und dass es für die Zukunft mittelfristig und langfristig eine scheiß Position ist. Aber das ist ihm jetzt egal, weil seine Moralvorstellung nämlich so aussieht, erst der Mutter helfen und dann er. Da muss ich der Mutter erst mal klar machen, dass sie ihm da aus der Verantwortung rausnehmen muss. Das wird kein Spaziergang für den Sternekoch.